Bei mir unser Coach Bernhard Rares. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Aufstiegsspiele. Heute ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Wollen wir erstmal zu dem kommen? 1-1 gegen Steinbach. Wieder eine kämpferische Meisterleistung, oder? Ja, kämpferisch wie spielerisch, eine super Leistung. Wir haben gut performt, wir sind, haben unglaublich den Ball laufen lassen, waren immer fokussiert, auch trotz des frühen Rückstandes haben wir uns nicht schocken lassen, hätten wieder 2 Elfmeter kriegen müssen. Ich weiß nicht, wie viele Elfmeterentscheidungen. Bei uns heißt es 3 Elfer, 1 Elfer, nicht 3 Ecken, 1 Elfer, sondern 3 Elfer, 1 Elfer. Es ist Wahnsinn, da hätten wir früh 1-0 geführt, aber okay, ist so. Wir waren in unseren Aufgaben, wir haben viele Chancen kreiert, hätten mit Mo noch das 2-1 machen können. Die Jungs sind fokussiert, die arbeiten, die marschieren, machen einfach Freude, machen den Zuschauern Freude. Auch zwischendrin so der Jubel und das Publikum, ja, das ist schon Wahnsinn, auch was unsere Leute da hinten abliefern, ja, das ist unglaublich und ja. So ist Fußball und so macht Fußball Spaß. Ich denke auch, hätte man dir, als du hier angetreten bist, gesagt, wir schaffen es das dritte Mal hintereinander in die Aufstiegsspiele. Was hättest du da eigentlich gesagt, wenn ich dir das am ersten Interview schon gesagt hätte? Ja, das habe ich ja gesagt. Ich habe ja gesagt, dass mein Ziel ist der Aufstieg. Ja, das habe ich direkt gesagt, wie wir angefangen haben, dass wir aufsteigen wollen. Ja? Und dazu gehört natürlich auch die Relegationsspiele. Ja? Und das war unser Ziel und nichts anderes. Und so waren wir fokussiert mit einer Niederlage gegen FSV Frankfurt, wo ich auch sagen muss, was nie und nimmer hätte passieren müssen. Also wir wären normalerweise relativ clean da durchgegangen. Auch heute wieder eine super Leistung. Also ja, wir sind fokussiert und wir bleiben dran. Dafür können wir ja heute im FSV auch irgendwo ein bisschen danken, wieder was zurückgeben sozusagen, weil durch das Unentschieden sind wir jetzt ganz sicher gebucht für die Aufstiegsspiele. Und jetzt mal ganz im Ernst, wie viel Last fällt jetzt von dir ab? Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach war in den letzten Wochen. Immer dieses Dranbleiben, Kämpfen, fokussiert sein. Gar keine Last. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Last, die heute abfällt, weil jetzt fängt es erst an. Ja, also ich freue mich jetzt auf die Spiele. Ich meine, das war unser Ziel, also dass jetzt irgendwas abfällt. Im Gegenteil, ja. Jetzt fängt es an, spannend zu werden und jetzt freuen wir uns. Jetzt haben wir heute 2 Spieler wieder das Comeback gefeiert mit Yannick Sommer und Gianluca Korte, die für uns beide eine sehr ansprechende Leistung wieder gezeigt haben. Leider müssen wir jetzt auch sagen, Benedikt Köp, das war wahrscheinlich das Ende für diese Saison. Ja, da muss man natürlich einen Hut vorziehen vor den Spielern, die den Verein auch verlassen, muss ich sagen, wie die hier für das Publikum, für die Zuschauer, für ihr Team. Ja, auch arbeiten und kämpfen, laufen, marschieren, ist einfach klasse. Ja. Und da tut es mir natürlich irrsinnig leid für Benedikt. Ich hoffe, dass nichts extrem Großes ist, aber es wird schon was sein, so wie er dargelegt ist, weil er ist ein Bär von Mann. So jemand bleibt nicht einfach liegen, also da hat er schon irgendwie was. Ja. Und ich hoffe, dass es eine Kleinigkeit ist oder nicht ganz so viel ist, ja, dass er bald für Steinbach, für seinen nächsten Gegner, also für seinen nächsten Verein, dann auch auflaufen kann und da eine gute Leistung bringen kann. Jetzt liegt bei dir wahrscheinlich trotzdem der volle Fokus auf dem Spiel in Ulm. Es ist ja noch nicht vorbei. Oder lernen wir da jetzt einen Bernhard Rares kennen, der jetzt mal sagt, nö, da schone ich mal ein bisschen. Ich glaube es nicht persönlich. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Das Spiel ist so weit weg. Also kann ich jetzt nicht sagen, was wir da machen. Ja, wir haben den einen oder anderen angeschlagenen Spieler. Vielleicht lassen wir die nicht spielen. Kann ich so nicht sagen. Also ja, wir gehen das auch mit Hirn an, das Spiel. Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen, wollen da auch auf Spannung bleiben. Aber sicherlich ist es natürlich auch angenehm, so ein Spiel zu spielen. Ja, jetzt, wo wir es geschafft haben, das Spiel wird nicht mehr so wichtig sein. Ja, aber wir wollen das nicht abschenken. Ein paar Spiele noch im Abstieg, wobei Ulm ist, glaube ich, gerettet. Wir wollen einfach auch eine gute Leistung bringen und auf Spannung bleiben. Dann jetzt nochmal vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch für das Erreichen der Aufstiegsspiele. Alles klar, danke dir. Maurice, heute durchs zwar nur ein Unentschieden, aber das wollen wir jetzt mal nicht großreden. Eine sehr, sehr starke Rückrunde vom Waldhof. Durchs 2-2 gegen FSV Frankfurt und Freiburg auch die Relegation jetzt endgültig klar gemacht. Fällt da eine große Last jetzt davon oder meinst du, jetzt fängt das richtig an? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja alle den Druck in Anführungszeichen so gespürt. Wir wussten auch, dass wir viel Vorsprung haben jetzt, die 5 Punkte, aber wir wollten es heute einfach unbedingt schließen, also dass wir es geschafft haben für die Relegation. Deswegen wollten wir auch eigentlich den Sieg haben und wir waren auch klar bessere Mannschaft. Also
Da hatten wir Chancen, ich muss auch Tor schießen, da Schulle hatte noch eine Chance, Hebig hatte noch Chancen. Also von den Chancen her müssen wir hier locker 4-5-2, 4-5-1 gewinnen. Und da hat man dann gemerkt, dass es jetzt zum Ende kommt, weil wir wussten, okay, wenn wir jetzt das Tor schießen, dann ist es so, das ist zu 100% sicher. Und allen in allem haben wir es jetzt geschafft. Die Frankfurter haben am Schluss noch das Tor gemacht und das ist das, was zählt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die zwei Spiele und da freuen wir uns brutal drauf. Du hast am Anfang noch einen schweren Stand gehabt, jetzt so langsam ein bisschen mehr zum Stammspieler rotiert. Wie sehr freut sich selbst, jetzt wirklich angekommen zu sein in Mannheim? Das freut mich natürlich sehr. Am Anfang war es echt schwer. Ich hatte das mit meiner Hand. Dann habe ich nicht so gut gespielt, was ich auch selber wusste. Bis zur Rückrunde und jetzt unter dem neuen Trainer kam ich immer mehr in Schwung und habe immer bessere Leistungen gebracht. Und ich denke, dass ich jetzt auch sehr gute Spiele gemacht habe am Schluss. Und auch heute, hätte ich die Leistung heute krönen können. Aber es geht weiter und ich fokussiere mich total auf die nächsten drei Spiele. Und dann gucken wir, dass wir hier hochkommen in die dritte Liga. Hat man sich kurz vor der Relegation so langsam in Topform gespielt, weil man ist jetzt seit 10 Spielen ohne Niederlage, kommt es zum richtigen Zeitpunkt dieses Hoch? Ich finde auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt zweimal unentschieden gespielt haben, aber jeder, der die Spiele gesehen hat, hat gesehen, dass wir einfach klar überlegen waren in beiden Spielen. Da waren nie so 20 Minuten, wo du denkst, okay, die gewinnen heute nicht. Wir haben es dann halt einfach nur nicht in Tore umgemünzt. Das war das Blöde, aber ich denke, dass wir top fit sind, top drauf sind. Dass wir noch abgeklärter vom Tor werden müssen, wissen wir alle und daran werden wir arbeiten und dann gucken, dass wir auch die ersten Tore in der Relegation schießen. Wie war das eigentlich mental, wenn man Spieltag für Spieltag, außer die letzten, jetzt eigentlich nur hinterher rennt und jetzt Offenbach und Freiburg endgültig hinter sich gelassen hat, die auch nicht locker gelassen haben. Wie war das mental die ganze Zeit? Es war nicht einfach. Wir waren über 10 Punkte hinter Offenbach in der Hinrunde und dann haben wir uns Punkt für Punkt rangekämpft. Dann hatten wir diese Topspiele in Saarbrücken, in Offenbach. Wir haben alle gewonnen und ich denke, das waren einfach die Knackspiele. Und da haben wir gezeigt, dass wir eine Top-Mannschaft sind. Mit Riesendruck sind wir in diese Spiele gegangen. Wir mussten in Saarbrücken gewinnen und wir wollten in Offenbach gewinnen. Und wir wussten, dass wenn wir da gewinnen, dann sind die Offenbacher auch weg. Und das Woche für Woche zu haben, ist natürlich schwer für den Kopf, aber wir sind stark genug und wir haben es geschafft und darauf sind wir auch alle stolz. Waldhof hat es jetzt endgültig zum dritten Mal geschafft in die Relegation. Was muss man besser machen als in den letzten zwei Relegationen? Ich war nicht dabei, aber ich denke mal einfach Tore schießen. Wir müssen einfach gucken, dass wir ein Tor mehr als der Gegner schießen. Und das ist das erste Ziel. Ich weiß, dass hier 4 Spiele 0 Tore gewesen wären. Und ich denke, das wird auf jeden Fall das erste Ziel sein, dass wir den Bann brechen und dann gucken, dass wir auch die zwei Spiele gewinnen und aufsteigen. Dann Glückwunsch zur Relegation. Dankeschön. Haut sie endlich weg und das schaffen wir dieses Jahr, oder? Machen wir. Danke für die Unterstützung. Interview. So, hier geht's los. Daddy ist auch dabei. Der freut sich gerade ein bisschen. Mit Schulz wird es nicht anders gehen. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Aufstiegsspiele. Trotzdem, blick mal aufs heutige Spiel. Du warst, glaube ich, derjenige mit den meisten Torchancen und hast noch den Ausgleich vorbereitet. Wie kommt's? Ja, zurzeit habe ich viele Torchancen. Hat in Karlsruhe schon angefangen, da hatte ich noch kein Glück. Und heute war es vielleicht nicht nur kein Glück, heute hätte ich es einfach machen müssen. Aber ich bin froh, dass ich dann noch den Heber angeschossen habe und der hat ihn dann reingemacht. Ich hoffe, ich habe es mir aufgehoben, genauso wie einige andere, wir hatten ja genug Chancen, wie zurzeit in jedem Spiel eigentlich. Ich gehe davon aus, dass wir uns das aufgehoben haben und dass wir noch einige Tore machen werden. Ob ich es dann mache, ist egal, Hauptsache wir holen die Ergebnisse und heute hat zum Glück dieser Punkt gereicht. Ja, ich denke auch, die Kritiker sagen natürlich, ja, Chancenverwertung absolut mangelhaft. Die positiv denken, sagen, ja, aber so viele Chancen musst du halt auch erstmal herausspielen. Also scheint ja doch alles eigentlich zu funktionieren. Was heißt alles zu funktionieren? Es war heute ärgerlich, wie wir das Gegentor gefangen haben. Wir waren da noch nicht so richtig auf dem Platz. Dann haben wir aber zum Glück dann die Kontrolle übernommen, hatten die Chancen. Dann Chani mit dem Lattenschuss, dann nicht zweimal vom Tor. Wie gesagt, es ist gut, dass wir die Chancen haben, aber da dürfen wir uns natürlich auch nicht drauf ausruhen. Wir haben noch Zeit bis zu den ganz wichtigen Spielen ein bisschen. Da werden wir auf jeden Fall dran arbeiten und ich gehe davon aus, dass wir uns das erarbeiten, das Glück irgendwann und die Dinger dann reinfallen. Was ist heute abgefallen? Was heißt abgefallen? Also wir sind in das Spiel gegangen, um es zu gewinnen. Wir hatten ja die mit Abstand beste Ausgangsposition, also diese 5 Punkte hätten wir natürlich nicht verschenken dürfen. Es ist schon eine
gewisserweise ein gutes Gefühl, jetzt da reingekommen zu sein, aber natürlich das Entscheidende steht uns bevor, die Finalspiele. Und darauf bereiten wir uns vor. Aber ich denke, gerade zu dieser Zeit oder diese Saison ist es ja so, dass wir momentan eigentlich auf dem Höhepunkt unserer Leistung sind. Letztes Jahr sah es da ja ein bisschen anders aus in den letzten 10 Spielen. Mittlerweile ist man, denke ich, auch mental ein bisschen gefestigter, gerade auch durch die Erfahrung. Manche Leute haben hier schon zweimal eine Relegation verloren. Was für ein Gefühl ist es momentan zu wissen, hey, es geht wieder los, die Chance ist in greifbarer Nähe? Ja, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also noch hat keiner, glaube ich, an die Relegationsspiele gedacht, an Uerdingen oder Viktoria Köln oder wer es dann am Ende sein wird. Wir haben uns auch von Spiel zu Spiel vorbereitet, auch wenn es so eine Floskel ist, aber so fahren wir auch gut zurzeit. Wir machen echt ordentliche Spiele, dominieren eigentlich den Gegner. Haben heute vielleicht, also bis aufs Tor eigentlich gar nichts zugelassen. Und das ist natürlich auch gut. Das heißt, ein gutes Gefühl, dass wir die Chancen haben, dass wir die bessere Mannschaft auf dem Platz sind. Aber in den Spielen ist es dann halt auch einfach so, dass es dann vielleicht auch auf andere Sachen ankommt. Dann eben auf die, wer macht die entscheidende Chance rein, wer ist da kaltschnäuzig, wer geht am besten damit um. Und darauf können wir uns jetzt, da haben wir ein bisschen Erfahrung, da können wir uns darauf vorbereiten. Wir haben ein gutes Gefühl, wir haben viel, viel Selbstvertrauen. Und das nehmen wir mit ins nächste Spiel nach Ulm und dann in die entscheidenden zwei Spiele. Jetzt gab es heute einen herben Rückschlag. Benedikt Höp ist selbstständig verletzt vom Platz, habe ich so noch nie gesehen. Also für mich ist es dann eigentlich gelaufen. Gerade er, der hat es hier nochmal alles rausgeholt. Irgendwo an der Mittellinie ist es passiert, weil er wieder mit zurückgerannt ist, gekämpft hat, ohne Ende. Wie schwer trifft uns sein Ausfall oder eher doppelte Motivation jetzt erst recht auch für Köbi? Die Szene an sich habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Auf einmal habe ich nur gesehen, dass der Hebe draußen steht und eingewechselt wird. Ist natürlich ganz bitter. Ich kenne natürlich das Gefühl, wie es ist, dann auszufallen. Oder ich weiß jetzt auch noch nicht den genauen Stand beim Köppi. Ich habe ja da jetzt immer noch erstmal Hoffnung. Und wenn es dann nicht so sein sollte, dann werden wir für den Köppi, für jeden das Doppelte rausholen müssen, so wie es die Jungs letztes Jahr versucht haben. Wir haben einen guten Kader, einen großen Kader. Da sind Leute, die einspringen werden und einspringen müssen. Und das Vertrauen ist für jeden da und das werden wir auch zurückzahlen. Wir freuen uns drauf auf ein grandioses Saisonfinale und die Aufstiegsspiele. Jawohl.